Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zurück, werte Ladies and Gentlemen, zu Total War Warhammer 2 mit den Echsenmenschen. So, Schätze, 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 lautet die Devise. Einfach mal weiter. Ja, wir müssen weiter über die Karte. Ich denke mal, wir gehen mal hoch zu den Hochelfen und so und gucken uns da mal ein bisschen um. Wir sind auch kurz davor, das erste Ritual irgendwie dann anzugehen. Der Hinterhalt ist gelegt. Ich hoffe, er macht den Fehler und kommt vielleicht jetzt um die Ecke. Wir haben unten auch noch einen Schatz. So, mit dir werde ich gar nichts machen. Du interessierst mich gar nicht. Mit dir hätte ich eigentlich gerne noch ein bisschen besseres Bündnis. Bei dir verbessert sich das jetzt so und so. Mit dir haben wir auch kein Handeln mehr. Verschlechtert sich. Ja, das ist auch noch scheiße. Da haben wir Handel, Handel, Handel. Ihr mögt uns alle nicht. Du magst uns auch nicht. Ist alles soweit okay. Okay, also warten wir jetzt nochmal eine Runde. Ach komm, Hinterhalt. Ach. Ja, da möchte ich gerne nicht Angriffspakt haben. Aber, ich denke mal, wird Probleme geben, ne? So, Mittel und Wege. Die Priester von Zotek sind stets darauf bedacht, ja, die Sache des Schlangengotts auf dem Schlachtfeld zu verteidigen und daher, ob einige eurer technologischen Neuerungen im Rahmen des großen Plans beunruhigt. Sie raten zu einem kämpferischeren Fokus, um die Pläne der Alten umzusetzen und den uralten Feind fernzuhalten. Und so weiter und so fort. An unserer Vision festhalten. Rekrutierungskosten erhöht, aber die Forschungsrate um 100%. Das werden wir mitnehmen. Also da brauchen wir nicht kleinere Rekrutierungskosten. Einheiten angreifen, Fehlschlag. Das finde ich gut. So, und er hat natürlich jetzt, wie soll es anders sein? Ne, hat er. Ne, hat er, hat er. Hallo, da bist du ja. Und du hast schon deine Warpsteinrüstung. Ja, ja. Oh, das wird interessant. Warpflammenwerfer und Rattenoger. Och, du heilige Schande. Bleiben wir eben kurz bei dem Schatz, falls wir es schaffen. Schatz, Schatz, komm. Kommen wir dran. Bitte. Wir brauchen Geld. Jawohl. Der verschollene Konvoi. 5000 in die Schatzkammer. Wie geil ist das denn? So, da würde ich auch sagen, wir machen uns auf dem weiten, weiten Weg einmal komplett übers Meer und erkunden mal hier oben alles so ein bisschen. Ja, mit so viel Geld lässt sich einiges anstellen, wie unter anderem noch mehr Geld machen. Genauso wie, oh, 4000 Gold, das hat wehgetan, noch mehr Geld machen. Was mir natürlich jetzt nicht gefällt ist, hast du Krieg mit... Du hast Krieg... Ach, du bist ein anderer. Das sind zwei Vampire hier oben. Ach, so ist das. Okay. 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 So. Krieg. Krieg, wir kommen. So, da sind wir doch. 20 Winde der Magie, super Aufstellung starten. Also, was sofort auffällt ist, er hat keine Schusseinheiten, keine Fernkämpfer dabei, bis auf die Warpflammenwerfer. Ansonsten natürlich, hier haben wir sie, um sie euch natürlich mal eben zu zeigen. Das sind halt wirklich schon weiterentwickelte Ratten. Es geht hier um die Sturmratten mit Hellebarde. Rüstungsdurchdringende Angriffe, Ansturm gegen große Feinde und Co. haben an für sich auch für Ratten gar nicht mal so verkehrte Werte. Und okay, aber unsere Monster kommen da eigentlich gut durch. Niedrige Bedrohung.
Dennoch sind es ziemlich starke Einheiten hier in der Armee. Hier eine sehr gefürchtete Einheit, der Warpflammenwerfer. Die Besonderheit beim Warpflammenwerfer ist auf der einen Seite, dass er halt freies Schussfeld braucht. Er kann über Einheiten nicht hinwegschießen. Das ist ganz wichtig an dieser Stelle. So ähnlich wie es bei den Zwergen ist mit manchen Geschosseinheiten. Er ist ein Zuschläger, er ist gegen Infanterie und halt nur mal mit dem besonderen Warpfeuer ist das natürlich extrem heftig. Also die werden wir direkt als erstes auseinandernehmen, wenn es geht. Ja, und ansonsten natürlich ganz, ganz viele Clan-Ratten. Hier haben wir natürlich auch jetzt mal eine monströse Infanterie. Da sehen wir sie nämlich. Auch schön gemacht. Es sind hier Rattenoger. Da müssen wir mal gucken, wie wir mit denen klarkommen. Raserei und Rüstungsdurchdringend. Diese ekligen Viecher. Und so viele Ratten. So viele Ratten. Das ist Wahnsinn. Da sind sie. Na, ich meine, die Skaven sind ja sehr, ich sag jetzt mal, sehr intelligent und tüfteln natürlich an so manchem Zeug herum. Das ist halt schon unglaublich. So, und da haben wir ihn. Das ist Creek, der Kopfjäger. Ein wirklich starker Kommandant, kann man sagen. Also, er ist nicht übel. Müssen wir auch mal ein bisschen aufpassen. Und er hat natürlich auch, wenn ich es richtig gesehen habe, seine Warp-Steinrüstung. Minus 18 Rüstung. Ah, ja. Gut. Ja, da müssen wir doch direkt mal gucken. Da werden wir euch natürlich als Nummer... Jetzt bin ich gerade mal rausgezoomt. Nee, du gibst mir die 3 Master aus Nummer 4. Bitte mit Wachmodus einen ausschalten. Da müssen wir mal gucken, wie wir die jetzt gleich rankriegen. Und ansonsten würde ich sagen, können wir eigentlich schon so gut wie es geht hier fast aufgestellt bleiben. Bei denen mache ich den Plänkler-Modus natürlich direkt mit an. Das ist völlig okay. Und beim Rest, ja, müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt handeln wollen. Da werde ich alle irgendwie so ein bisschen unterschiedlich aufstellen, aber dennoch in eine Einheit gruppieren. So, Nummer 1, Nummer 2, Nummer... Ja, komm, doch, dann lassen wir es so. Dann machen wir sie zu Nummer 3. So, das sieht doch schön aus. Da müssen wir mal gucken. Und er kommt auch direkt nach vorne. Okay, ich habe jetzt mit vielem gerechnet, aber nicht unbedingt damit. Dann lasst uns doch mal aufstellen in schön großer, breiter Front. Natürlich unsere kleinen Monster dahinter. So, dann müssen wir mal gucken. Ich meine, er hat da natürlich ein bisschen auf dem Kasten. Ich will jetzt eben mal kurz versuchen, die Warpflammenwerfer umzuhauen. Mit allem, was wir haben, ist natürlich die Frage, ob er das schafft. Wir haben natürlich auch noch unser Bombardement. So, dann würde ich sagen, fliegt doch direkt mal drüber. Mal eben kurz die Bomben abgesetzt. So, kriegen wir von irgendwas hier oben Schaden? Nee, ne? Dann würde ich nämlich sagen, wir lassen sie einfach mal drauf auf den, Oh, die können schießen. Doch, die können schießen. Ah, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Jetzt bloß nicht zu viele Verluste. Ihr müsst die umhauen. Eine andere Chance haben wir hier nicht. Eieieiei. So, dann würde ich sagen, machen wir direkt nochmal hier so ein Bombardement. Ach doch, er hat noch welche. Er hat die Gossenläufer. Ach, wer sagt das denn? Gut. Aber ich denke mal, das ist völlig okay, wenn wir das so machen. Will ich doch jetzt einfach mal behaupten. Oh, warte mal, da machen wir jetzt mal eben Stopp, ne? Geht ja ein bisschen zu weit, ne? So, also ihr kümmert euch um die, ihr kümmert euch bitte um die. Du kommst bitte auch unten rein. 1, 2 hatten wir losgeschickt. Du kümmerst dich mit um die. Du kannst ja mit da drauf gehen. Du kommst auch bitte mit unten rein. Ja gut, die sind ja schon eifrig am Kämpfen. Da werden wir nämlich jetzt einfach mal alle Einheiten so gut wie es geht dann jetzt mit nach vorne schicken, damit dann auch der Tumult beginnt. Ja, Rattenoger ist halt die andere Sache. Da müssen wir mal gucken. Ja, niedrige Bedrohung mit Rattenogern, das ist natürlich auch cool.
So, und dann geht's weiter. Müssen eigentlich alle in Bewegung sein. Ja, passiert auch so. Und dann würde ich sagen, geben wir denen direkt den Buff. Den Ratten-Ogern klauen wir den Buff. Und unsere Kroxigore gehen in die Ratten-Oger rein. Ja, das sieht doch gut aus. So, wo haben wir... Stopp mal eben. Ich weiß, ich benutze die Pause-Taste, ne? Wie armselig. Aber ich möchte natürlich, wenn es geht, hier das Beste auch draus machen. Okay, dann geht ihr mit auf die. Ihr geht bitte mit auf die. Ihr kommt bitte mal eben kurz ran. Und du kommst natürlich auch mal ganz schnell nach unten. So. Und dann beginnt das Massaker. Wir bekommen aber auch ganz schön was ab hier, ne? Mit dem sollten wir uns eigentlich hier schon mal ein bisschen zurückziehen, bevor sie hier uns ganz drauf gehen. Darauf habe ich nämlich ehrlich gesagt gar keine Lust. Da werden wir uns mal komplett hier zurückziehen. So. Stegadon, du darfst da mal richtig rumsauen. So, du kümmerst dich bitte um die hier. Die hauen nämlich schon ab. Ihr kümmert euch um die Rattenoger. Ach du meine Güte, jetzt gehen sie aber hier alle laufen, ne? Die Rattenoger bitte hinterher. Boah, das sieht ja richtig gut aus hier. So, Wachmodus machen wir mal aus. Die restlichen Truppen bitte auf den Quiek. Der muss auf jeden Fall drauf gehen. Anders geht es nicht. So, ihr bitte ein bisschen näher ran. So, immer schön drauf, ne? Immer schön drauf. Das sieht ja soweit ganz gut aus, möchte man meinen. Da gehen sie aber auch fliehen, immer Wahnsinn. Ich unterschätze uns brutal, muss ich dazu sagen. Also es ist ja Wahnsinn, was hier halt nämlich gerade abgeht. Ne? Es ist unglaublich. Es ist wirklich unglaublich, was hier gerade vonstatten geht. So, jetzt schicke ich die alle einfach mal ran. Ihr könnt so und so zurückkommen. Ne, ihr greift bitte die an. Ihr greift bitte die an. Das solltet ihr da hinten schon hinkriegen. Und dann machen wir hier mal den Wachmodus aus und lassen die einfach da hinterher flitzen. So, die Nummer 2 natürlich auch direkt mit von der Partie. Einmal da drauf, einmal da drauf. Und bitte noch einmal hier Zauber, Zauber. Ja, gib das mal den Kroxigoren. Die haben nämlich ein kleines Problemchen. Oh, das hier ist richtig ungut. Oh, der wird, denke ich mal, da reinfetzen. Jawohl. Und tschüss, Warpflammenwerfer. Bevor die hier noch ordentlich Schaden anrichtet. Also bei den Flammenwerfern, da muss man wirklich ein bisschen aufpassen. Weil der ist doch relativ unangenehm. So, und da seht ihr es auch mal hier unten an dem großen Ausrufezeichen, dass die außer Kontrolle sind, unsere Kroxigore. Ja, das heißt, ich kann die wirklich nicht steuern. Die machen jetzt, was sie wollen. Und das, was sie am besten können, ist direkt den nächstgelegenen Feind halt angreifen. Oh, da kommen die Sturmratten hier. Attacke! Jawohl, und da fliehen sie auch direkt wieder. Ach, sehr schön. So, haben wir denn den Kommandanten erwischt? Oder wie sieht's da aus? Ach, da ist er doch. Attacke. Ja gut, ihr könnt so und so nichts machen. Hier denke ich mal auch nicht. Wir können die alle noch ein bisschen rumballern lassen. Das geht selbstverständlich. Also hier diese Terror-Reiter, Terradon zumindest. Boah, Wahnsinn, ne? Wahnsinn. So, der feindliche Kommandant ist verwundet. Das ist perfekt. Das ist genau das, was wir eigentlich gebraucht haben. Damit ist nämlich ein Großteil unseres Problems natürlich, hat sich damit erledigt. Ja, aber sehr cool, gefällt mir.
Hast du den noch erreicht? Ja, hast du, ne? Ja, sehr schön. So, schön drauf da. Schön drauf. Ihr habt noch ein bisschen Munition, ne? Habt ihr ja. Also Wahnsinn, was die halt für eine Power haben. Ein entscheidender Sieg. Oh, das gab gut Geld. Auch nicht schlecht. Ja, nochmal schöne Erfahrung hier. Ich werde diesmal töten und fressen machen. Damit wir einfach auf 100% bleiben. Bonus gegen Infanterie. Jawohl. Ach, weil wir Quiekopfjäger besiegt haben. Bonus gegen Infanterie. Wahnsinn, nicht schlecht. So, dann Stufenaufstieg. Was haben wir denn noch Besonderes hier für uns? Energiereserve, Windedamagie plus 15 ist ein sehr, sehr guter Perk. Und jetzt müssten wir eigentlich mal eben gucken. Ich gehe nochmal eine Runde zurück in die Siedlung. Jo, 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 jo. Damit wir mit 100% dann angreifen können. Und wir hätten noch die Möglichkeit, was auszubauen. Und das ist ganz klar Kohle. Kohle, Kohle, Kohle brauchen wir. Ich hoffe, er erklärt uns nicht den Krieg, sonst haben wir echt ein böses Problem hier. Untergangstechnikus, Erdbeben verursachen. Ja, was macht ein Erdbeben? Jetzt kommt natürlich wieder hier Angriffe, Angriffe, Angriffe auf Garnison und sonst was. Jo, was möchtest du denn? Nicht Angriffspakt. Das könnten wir ja eigentlich mit dir machen, ne? Magst du uns denn dafür ein bisschen mehr Geld geben? Moderat. 400. Ja gut, 400. Weil du es bist. Also wir liegen gut in der Zeit. Wir sind, glaube ich, die Ersten, die jetzt mit dem Ritual beginnen können. Ich kann mich jetzt auch täuschen. Bewegungsreichweite auf der Kampagne. Forschung abgeschlossen. Ritual der Voraussage. Das Ritual ist in der Tat mächtig. Bei seinem Abschluss wird ein Reliktpriester der ersten Generation herbeigerufen. Und so weiter und so fort. Ja, alles klar. Das Einleiten des Rituals gewährt umgehend diese Belohnung. Unterhalt für alle Einheiten, öffentliche Ordnung, globale Rekrutierungsdauer, Kapazität, 10 Runden lang. Während dieses Ritual im Gange ist, werden die folgenden Siedlungen zu Ritualstätten bestimmt und müssen vor feindlichen Überfällen geschützt werden. Tempel der Schädel, Schlangenküste und ja, Teotikwa. Ja, was heißt denn vor feindlichen Angriffen? Erstmal Forschung. Bitte einmal das Tafel des Handwerks. Dann bitte noch ein bisschen nach Schätze suchen, wenn es so geht. Ne? Noch ein bisschen hier Nebel wegmachen. Das können wir noch bauen. Noch mehr Handel oder öffentliche Ordnung, die wir nicht brauchen. Also mehr Handel. Die Saurus-Dinger, die brauchen wir hier oben eigentlich auch nicht mehr, ne? Aber naja. Müssen wir halt mit leben. So, können wir. Hol dir mal bitte hier unten den Schatz. Da müssen wir mal gucken. Was haben wir denn? Eine geheimnisvolle Insel. So, ja, die überleben. Ja, Überbleibsel. Ich werde jetzt mal steifer Grog nehmen.
So, wir bekommen 10 Runden lang. Bitte, was? 25% physische Resistenz. Für die ganze Armee und 1500 Gold. Das ist natürlich schon geil, ne? Also mit dem Ritual habe ich so meine Bedenken, ne? Tschö. Geh woanders hin. Also Erdbeben klingt für mich danach, als würde er einer Siedlung einen Erdboden gleich machen. Davor habe ich natürlich übelst Angst. Also das wäre aber zu heftig, ehrlich gesagt. So eine ganze Siedlung, so bumm. Nee, bitte nicht. So, haben wir aber gemeistert. So, ein Schuss. Die Nachforschung eures Land, blablub. Was möchtest du? Erfolgschance, dazu im Falsche der Helden. Okay, Helden-Selbstverteidigung. Oder es ist nichts wert. Minus 2000. Ich brauche das Geld. Es ist es nicht wert. Es ist es einfach nicht wert. Glaub mir. So, wieder zurück an Land. Auf feindlichem Boden. Wir werden weiter erobern. Garnison angreifen, verwundene Einheiten angreifen, Spezialist oder... Oh, Waffenstärke gegen Skaven, ist ja sowas von klar, was wir hier nehmen. Wir haben noch 24 Runden lang mehr Erfahrung für all unsere Einheiten, oh, ist das nicht schön? So, hier ganz wichtig, ausbauen, dafür braucht man nämlich gerade das Geld, das wusste ich ungefähr so ähnlich, dass sowas kommen wird. Immer der Ausbau. Aua, Schatz. Oh, schön. Schiffswrack. Ja, woll man. Sehr gut. Nochmal Erfahrungspunkte. Stolze Krieger. Ist doch Logo. Guck mal, der ist auch schon Rang 5, ne? Obwohl wir, ich sag jetzt mal, so gut wie es geht, nichts gemacht haben. Außer rumflitzen und Schätze sammeln. So, dann würde ich auch sagen... Achso, da waren wir schon dran. Nehmen wir ruhig das Steinchen, ne? Und wir können natürlich auch hier... Ja, unsere Kavallerie mitnehmen. Ja. Einen goldenen Turm. Bogenschützen, ja... Ja gut, einen Hinterhalt legen, um den dann zu besiegen, ne? Das ist halt gerade echt unschön. Einen Kommandanten rekrutieren, dafür haben wir nicht unbedingt gerade das Geld dafür. Ritual der Voraussage, dieses, jenes, bla, blub, ja, geht klar. Also der mit seinen kleinen komischen Schleichmäusen hier, ne? Okay, komm. Jungs, gib mal Stoff hier, hm? Technologie erfolgreich. Ja, zusätzliche Güter werden produziert zum Handeln. Ein Hühnchen zu rupfen. Einkommen aus allen Gebäuden plus 10% aller Regionen. Jawohl, das ist ja richtig schön hier. Was will man denn mehr? So, Wachstum. Jawohl, nehmen wir auch eben mit 2 Runden. Wir haben ja noch den Bonus, ne, auf die Forschung. Und zwar noch 3 Runden. Also es lohnt sich meiner Meinung nach schon. Dann werden wir auch gleich da mal in die Schlacht ziehen. Das werden wir aber jetzt nicht diese Folge machen, sondern danach die Folge. So, jetzt bin ich ja mal gespannt, wer hier sich oben angesiedelt hat. Wenn wir da irgendwas sehen, das ist ein Schatz. Nee, sehen wir noch nichts, ne? Sehen wir noch nichts, aber wir werden noch vieles andere sehen. Dann das nächste Mal, Leute. Ich hoffe, es hat euch bis dato gefallen.
Ich meine, ich muss ehrlich zugeben, es ist alles ein bisschen kritisch. Wir müssen uns irgendwann jetzt mal eine zweite Armee aufbauen. Vielleicht hole ich ihn auch jetzt mal runter und rekrutiere ein bisschen, weil ich sehe schon, wir haben hier so zwei Frontenkriege. Das ist unschön. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin.